Willkommen zurück im Debattierclub im Herzen des Jadereiches. Ich habe mich wie versprochen mit allen Gelehrten hier mal zusammengesetzt und die bestmögliche Strategie für mich herausgesucht. Jetzt geht es dann wohl an den Speck mit Sir Roderick und ab geht die Post im Debattieren. Und? Sind wir jetzt bereit, die Hühner zu satteln? Dann wollen wir mal ein paar Regeln festlegen und anfangen. Ihr habt doch nichts dagegen, wenn wir es ein bisschen spannend machen, oder? Nee, mal her damit. Ich bin gespannt. Ihr stellt die Bedingungen und ich werde mich daran halten. Prächtig. Ich möchte euch ja nicht zu sehr durcheinander bringen. Aber ich dachte mir, wir sollten sicherstellen, dass dies hier nicht zu einem langweiligen Herunterleiern von Tugenden wird. Es wird eine ganz einfache Sache. 5 Richter, 6 Themen. Ich werde begründen, warum euer törichtes Land so unsicher auf den Beinen ist wie ein kleines Kind. Und ihr versucht, mich zu widerlegen. Die Richter heben die Arme, um zu zeigen, für wen sie stimmen. Arme oben für euch, Arme unten für mich. Sind 6 Themen abgehandelt, habt ihr gewonnen, sofern ihr die Mehrheit habt. Und beim Korsett der Königin. Solltet ihr sie zu irgendeinem Zeitpunkt alle auf eurer Seite haben, erkläre ich den Wettbewerb für beendet. Also fangen wir an. Okay, ich werde mich bemühen, die Sache für euch lehrreich zu gestalten. Ich werde mich nicht zurückhalten und erwarte auch von euch keine Gnade. Wir wollen sehen, wer von uns beiden wirklich überlegen ist. Das sind dann wohl wir. Oh ja. Also, womit fange ich denn einmal an? Ich weiß. Die wichtigste Sache für jedes Volk, die Währung. Was ist denn das für eine Gesellschaft, die Silbermünzen als Handelswährung benutzt? Gold ist eindeutig überlegen, und das wisst ihr auch, denn ihr schmiedet eure bedeutenden Statuen daraus. Ihr habt ein mangelhaftes Verständnis davon, was Werte ausmacht. Oder könnt ihr das widerlegen? Natürlich können wir das widerlegen. Hallo, die Seltenheit des Goldes beweist, dass es für höhere Zwecke gedacht ist. Nun, es sieht eindeutig schlecht aus für euch. Aber ich habe nichts zu verschenken. Weiter zum nächsten Thema. Ich möchte euch die Arroganz eures Kaiserreiches vor Augen führen. Ihr nehmt einfach an, dass alle Länder außerhalb eurer Grenzen von Monstern und Barbaren bevölkert sind. Woher wollt ihr wissen, ob sie wirklich unzivilisiert sind, bevor ihr dies nicht bewiesen habt, indem ihr sie erobert und unter euren Füßen zermalmt? Ihr sitzt hier und denkt nach, während ferne Länder sich nach Führung sehnen, geistige Führung, wie ich sie euch zu geben versuche. Na. So nicht, mein Freund. Wir wissen, dass Fremde unzivilisiert sind. Schaut euch doch an. Nun ja, ihr habt eine Mehrheit auf eurer Seite, aber die Debatte ist noch nicht vorüber. Darf ich die Aufmerksamkeit auf euer törichtes Vertrauen in den Nahkampf lenken? Ihr habt seltsame Drachenpulverwaffen, aber ihr verschwendet sie für Spektakel und fliegende Kutschen. Jedes halbwegs zivilisierte Volk hätte schon längst ein anständiges Arsenal an Waffen entwickelt. So etwas wie meine gute alte Mirabelle hier zum Beispiel. Ach ja? Das passende Werkzeug für einen Feigling. Wir werden euch das Maul stopfen damit. Was? Mein Monokel ist sicher beschlagen. Ich sehe keinen, der für mich stimmt. Wie es scheint, haben sie einstimmig gegen euch entschieden, Sir Roderick. Diese Leute sind eindeutig unfähig, einen fairen Vergleich zwischen einem der ihren und einem Fremden anzustellen. Was für eine Farce! Das sehe ich anders. Ihr habt die Regeln festgesetzt, wir haben uns fair verhalten. Und ich bin ein grandioser Debattierer. Ich meine natürlich wir sind ein grandioser Debattierer. Dann irrte ich vermutlich in der Annahme. Ihr wäret offen für irgendetwas anderes als eure eigenen rückständigen Ideale. Pah! Ich verlange Genugtuung. Ihr habt mich in der Debatte besiegt, doch wahre Ehre wird im Duell entschieden. Wenn das euer Wunsch ist, dann werden wir mit euch kämpfen. Und natürlich habe ich kurz davor nochmal einen Levelaufstieg gehabt, den habe ich davor nicht übersehen, keine Sorge, das habe ich auch offscreen erledigt und nochmal ein bisschen aufgewertet. Das wird dann ein Kinderspiel, hoffe ich.
Die Eingangshalle hier bietet genügend Wände, gegen die ich euch drängen, Ecken, in die ich euch treiben und einen Fußboden, auf den ich euch niederstrecken kann. Kehrt zu mir zurück, wenn ihr bereit seid. Dann begeben wir uns gemeinsam dorthin. Nur um sicherzugehen, dass sich keiner verirrt oder einen Unfall erleidet, der einen gerechten Kampf verhindern könnte. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wozu ihr Leute alles fähig wäret. Und ich weiß nicht, wozu du alles fähig bist. Du, Monsieur de Fromage. Ich bin bereit, lasst uns anfangen. Was? Gut. Bringen wir's hinter uns, damit ich mich wieder um die Erziehung eurer Landsleute kümmern kann. Ich beneide euch. Gleich lernt ihr eine Fähigkeit kennen, mit deren Hilfe man ein Reich begründen und die ganze Welt bereisen kann. Es wird auch eine schmerzhafte Erfahrung werden. Aber ich denke, es ist die Schmerzen beinahe wert. Na, fress doch euer Schießpulver. Lass mir gut aufpassen. Oh, oh! Ich hoffe, ihr seht, was ich da meine. Weg mit ihm. Wir müssen da gut aufpassen. Sehr gut aufpassen sogar. Und nochmal drauf, drauf, immer weiter drauf. Ja, wir haben es geschafft. Hervorragend, gleich beim ersten Mal. Puh, hätte ich jetzt nicht gedacht. Mann, oh Mann, der hat eine Abreibung gekriegt, die sich gewaschen hat. Das war wirklich sehr gekonnt. Es war ein fairer Schlagabtausch, Sir Roderick. Ganz nach den Regeln, die ihr festgelegt habt. Ja, alter Junge, so ist es wohl. Da habe ich ja einen schönen Dämpfer bekommen. Bin eingebrochen wie eine alte Brücke. Ich muss sagen, meine Laune ist nicht die beste. Ich hätte es wohl kommen sehen müssen. Euer Sieg bei der Debatte war ein klares Zeichen. Ich glaube wirklich, ich habe euch alle unterschätzt. Wie dem auch sei, ihr habt mich geschlagen. Das muss ich euch lassen. Ja, Herr Monocle, ihr hattet wohl einen schlechten Tag, euch mit uns anzulegen. Naja, das war's dann wohl. Ob ihr es glaubt oder nicht, ihr habt euch eine Belohnung verdient. Der Unterlegene in einem Duell muss dem Sieger ein würdiges Geschenk überreichen. Ich wäre ein schlechter Botschafter meines Landes, wenn ich mich nicht an seine Gebräuche hielte. Das Kampfregelwerk der Herzogin von Unkenbürzel enthält eindeutige Vorschriften. Ich dachte vorhin noch, es wäre Furmelbürzel, aber vielleicht ist das ja sein Sitz. Okay, aber seine Waffe könnten wir jetzt nehmen. Aber das ist nicht so die große Sache, würde ich jetzt mal sagen. Die kostet einfach erstmal viel zu viel Fokus und ist sehr, sehr langsam. Macht zwar Ultraschaden, haben wir vorhin gesehen, aber das ist es mir letztendlich auch nicht wert. Physische Kraft, da könnten wir uns noch unseren Körper etwas aufwerten oder den Geist oder vielleicht doch etwas die Seele. Aber ich würde sagen, vielleicht hat er ja irgendwelche interessanten Juwele, die interessieren mich jetzt mehr. Hier, diesen hübschen, schweren Klunker fand ich in einem Abtritt am Wegesrand. Die Leute dort machten ein Geschrei, als hätte ich meine Notdurft in einem Schrein der heiligen Schöpfung verrichtet. Ich verstehe dieses Land einfach nicht. So, Parzival, schüttle er meine Reisehosen auf. Wir wollen unsere Schatten nicht länger in diesen Garten werfen. Ja, und da läuft er davon. Wir halten die Silberzunge. Oh, naja, es wird wieder was mit diesen Überredungskünsten sein. Okay, dann hätten wir das geschafft. Und alle sind zufrieden und haben ihren Willen bekommen. Wunderbar. Ich habe natürlich die Zeit unterdessen auch genutzt, hier diese Bücher hier zu lesen. Das müssen wir also auch nicht mehr tun, da kann ich euch beruhigen. Aber wo ich nochmal kurz vorbeischauen möchte an einem Schmetterling hier vorbeirauschen, ist dieser alte Herr hier, Tong Wei. Was hast du denn zu erzählen? Was? Oh, ich hatte euch gar nicht bemerkt. Diese wunderbare Skulptur nimmt meine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch. Was kann ich denn für euch tun? Wer seid ihr? Mein Name ist Tong Wei. Ich bin Meistersteinmetz aus dem Tal der geisterhaften Steine. Ich bin verantwortlich dafür, dass dieser Stein seinen vorgesehenen Platz erhält.
Verzeiht bitte, aber es bewegt mich nochmal sehr, über diese großen Wunder zu sprechen. Das Tal ist wahrhaftig bemerkenswert. Was macht die Steine so geisterhaft? Das weiß niemand so genau. Es gibt natürlich Theorien. Manche sagen, es stecke eine göttliche Kraft dahinter, andere halten es für eine Laune der Natur. Aber was geredet wird, ist nicht wichtig. Die Steine sind bemerkenswert, welche Gründe ihre geisterhaften Eigenschaften auch haben mögen. Es ist mir eine große Ehre, mich mit diesen wunderbaren Steinen befassen zu dürfen. Wenn man diese Skulptur betrachtet, versteht man natürlich leicht, warum manche Leute glauben, hier sei eine göttliche Kraft im Spiel. Oh, das klingt echt interessant. Erzählt mir doch mehr von dem Tal, aus dem diese Steine kommen. Ah, das Tal der geisterhaften Steine. Es ist wahrlich ein Wunder. Vor vielen hundert Jahren wurde es von Forschern entdeckt. Sie sahen die schwebenden Steine schon von Weitem. Mit der Zeit strömten Leute aus dem gesamten Reich herbei, um Zeugen des seltsamen Phänomens zu werden. Erst unter Kaiser Yu Baosi wurden die Steine jedoch zum Bauen verwendet. Das grandioseste Bauwerk ist der Kaiserpalast selbst, der wie eine himmlische Wolke über der Stadt schwebt. Natürlich ist die zusätzliche Magie erforderlich, um in den Lüften zu halten. Wow, der fliegt über den Wolken? Krass. Und warum seid ihr hier, wenn ihr der Meistersteinmetz seid? Ach, eine kleine Pause von der Arbeit kann man sich doch mal gönnen, nicht wahr? Die werden schon ohne mich zurande kommen im Steinbruch. Außerdem ist es schön, einen solchen Stein einmal an seinem Bestimmungsort zu sehen. Diese Skulptur des Kopfes von Tien dem Scharfsinnigen ist mir ein steter Born der Inspiration. Ach ja, eine schöne Geschichte hier von den fliegenden Steinchen. Wir müssen aber jetzt weitergehen. Oh ja, ich habe selbst noch viel zu tun. Alles Gute auf dem Weg. Na dann, dir auch. Lieber Tongwei. Hier sehen wir nochmal das Geschichte des Tien, dem Scharfsinnigen von ihm. Yep. Und dann laufen wir auch wieder zurück. Im Garten der Gelehrten sind wir fertig. Haben alles erledigt. Und können hier nochmal schnell am Vogelschrein unseren Fokus auffüllen. Und uns dann aufmachen zurück in die Stadt. Eine Vase. Nicht mehr. Yep, yep, yep. Und natürlich die Silberzunge kann ich ja mal kurz zeigen, für was die jetzt tatsächlich gut sind. Aber ich sage mal voraus, dass es für Schmeicheln etc. ist. Die Silberzunge. Hallo. Schmeicheln plus 6, Einschüchterung plus 6, Intuition plus 6. Was mich daran erinnert, dass wir ja noch einen lieben Verkäufer bei uns haben, den Sinbu, und der hat... ein paar großartige neue Gegenstände erworben. Genau, das wollte ich gerade erzählen. Er hat neue großartige Gegenstände. Und ich sehe hier schon... Hier sehen wir schon die Goldzunge, jeweils plus 8 auf die Überredungskünste. Und das Blitzjuwel, Geist plus 3 und 100%ige Chance, Fallen auszuweichen. Ich bin so knapp davor, das sofort zu kaufen, aber da gibt's noch was anderes Tolles, nämlich das Juwel der Einheit, plus 3 jeweils. Und nur wer dem Pfad der offenen Hand diesmal nur der offenen Hand folgt, kann dieses Juwel benutzen. Und dann natürlich noch, was mich auch sehr interessiert. Ich will mit Schwefelwasser so ein bisschen, ich weiß, wo wir die einsetzen müssen, habe ich schon öfter erwähnt, dass es da so einen Ort gibt. Und hier haben wir noch die Tigermantra, kostet 4000, Gesundheit plus 5, Fokus plus 5. Aber ich würde ja fast sagen, wir nehmen das Juwel der Einheit. Allein weil es so viel kostet und weil ich es unbedingt haben will. Tick. Ja. Und dann legen wir es natürlich auch gleich an. Ich suche mal raus, was wir dafür weglegen könnten. Das behalten wir natürlich. Ich würde das auch gerne anbehalten, um zu wissen, wo die Falle ist. Seele plus 3 ist Juwel des Kaisers. Ja gut, dann legen wir erstmal das hier ab und dann bei den nächsten Büchern legen wir es wieder an. Zip. Und drauf ist es. Und die Aufträge, die wir haben, Inquisitor, Hinrichter, ja, wir müssen mal bei der kaiserlichen Arena bald vorbeischauen und so weiter. Aber hier, ich habe ja von Kang gesprochen und hier steht auch schon ein kleiner Hinweis. Denn Kang der Verrückte trägt seinen Beinamen nicht ganz zu Unrecht, ist aber ein genialer Erfinder. Er hat die wundersame Libelle konstruiert. Er beteiligt sich zwar nicht an Kämpfen, hat aber selbst ein paar spannende und abenteuerliche Aufträge auf Lager. Ja, ihr wisst Bescheid. Da werden wir doch noch hingehen und das sind wirklich sehr, sehr lustige Aufgaben. Okay, was heißt lustig, aber interessant und unglaublich belohnend, ja. Und wir sind wieder zurück auf der Goldenen Straße. Mal sehen, was es hier jetzt so gibt. Im Garten der Gelehrten sind wir ja, wie gesagt, fertig. Und drum, vielleicht können wir ja jetzt hier irgendwas schauen. Nein, da ist immer noch nichts los. Kann man jetzt vielleicht am Lesepult mal was machen? Auch nicht.
Schade, schade. Aber vielleicht ist er jetzt hier offen. Dieses Gasthaus hier. Gästehaus? Nein! Immer noch nicht. Mann, Mann, Mann. Wenn man sich einmal ein bisschen umschauen und dann ist alles geschlossen. Typisch, typisch. Okay, eine einfache Frau wieder und ein paar Leute, die hier über und über laufen. Einfache Männer. Hier ist alles einfach. Einfach lebt so alles vor sich hin. Eins nach dem anderen. Sind das kaputte... Nee, sind keine kaputten Bänke. Ich habe mir schon gedacht, wer hat denn hier die Bänke abmontiert? Arme Leute müssen alle stehen. Bettler Stung. Yo, yo. Wir haben jetzt keine Zeit für Bettler. Wir wollen mal zurückgucken und... oh weh, das wird nicht gehen. Was wird nicht gehen? Oh, hallo. Es tut mir leid, ich habe nur vor mich hingemurmelt. Ich stecke in Schwierigkeiten und... wartet, ihr könntet mir helfen. Ihr seid eindeutig nicht aus der Gegend um die Kaiserstadt. Und ich bräuchte dringend die Hilfe von jemandem, der nicht von den hiesigen Politikströmungen beeinflusst ist. Hilfe? Na, was kann ich denn für euch tun? Wisst ihr, es hat etwas durcheinander gegeben. Nein, einen Fehler. Ach, warum sollte ich euch was vormachen? Irgendein Bastard hat mein Stück umgeschrieben. Ich bin Bissiger Chor, der Dramaturg. Ich bin sicher, ihr habt schon von mir gehört. Und wenn nicht, dann habt ihr es, wohl jetzt. Man ist während der Gastspiele in der Provinz auf eine meiner Produktionen aufmerksam geworden. Wir wurden gebeten, in die Stadt zu kommen und sie hier auf der Goldenen Straße aufzuführen. Ja, das klingt soweit so gut. Wo ist denn das Problem? Das Stück muss weiterlaufen, aber nicht so, wie Sie es wollen. Es wurde verändert, versteht ihr? Eine der Schlüsselstellen des Stücks wurde umgeschrieben. Gott bewahre. Ich meine, Götter bewahret. Ihr habt wohl Angst, sie verunstalten eure Kunst, oder? Wenn man diese Szene ändert, ändert man das Herz der Aufführung. Es ist kaum noch mein Stück, wenn es auf diese Weise aufgeführt wird. Sie haben es von einem Kommentar über die menschliche Unmenschlichkeit gegenüber dem Menschen zu einer Satire auf das Kaiserreich gemacht. Ich sage euch ganz ehrlich, dass sie den kompletten Kernpunkt des Stücks vernichtet haben. Das ist natürlich schrecklich. Da habt ihr natürlich total recht, aber... nicht zu vergessen, dass gewisse Kreise Satire über das Kaiserreich missbilligen. Das stimmt ja auch noch. Das kommt noch dazu. Jeder könnte sich beleidigt fühlen. Jetzt bin ich doppelt besorgt. Ich biete euch die übliche Gage für einen Hauptdarsteller, auch wenn es nur eine einfache Nebenrolle ist. Ihr müsst eine Rolle in dem Stück übernehmen und diese Rolle in ihrer ursprünglichen Form spielen. Ihr habt eine höchst königliche Haltung. Daher solltet ihr keine größeren Probleme haben, die Rolle von Fürstin 14 Blüten zu verkörpern. Das ist ein großzügiges Angebot. Hauptrollen werden recht gut bezahlt. Wenn ihr mit dem Tragiker erster Klasse Fong oben an der Pagode sprecht, dann sagt ihm, ihr wärt der Ersatzschauspieler. Er wird verzweifelt sein. Daher werdet ihr nur die richtigen Textstellen zu lesen brauchen. Ich soll die Rolle der Fürstin 14 Blumen spielen? Das ist mir klar, es ist weit im Himmel gefällt, aber... Mann, Mann. Wirklich? Eine Frau? Okay, das ist ja eigentlich gar nicht so unüblich, denn früher wurden ja auch weibliche Rollen stets von Männern gespielt. Wem das noch nicht bekannt war, der weiß es spätestens jetzt Bescheid. Das war früher so. Natürlich werden alle Rollen von Männern gespielt. Oder zumindest von Frauen, die den Anstand haben, als Männer aufzutreten, die Frauen spielen. Naja, es kann alles ein wenig kompliziert werden. Ja, verkehrte Welt. Aber gut, das klingt interessant, mal eine interessante Erfahrung und bestimmt lustig mit anzusehen. Na, wir werden es tun, wir werden alle zu Transvestiten. Hier ist eine Abschrift des Originalmanuskripts eurer Szene. Ein Angelpunkt, kann ich versichern. Diese Version enthält den korrekten Text, ganz anders als dieser überarbeitete Dunghaufen. Eilt hinüber zur großen Pagode über der Goldenen Straße und sagt Fong, dass ihr der Ersatz seid. Sie werden nicht ewig warten, also beeilt euch!
Denkt daran, dass ihr euren Part auswendig lernen müsst. Auf der Bühne sind natürlich keine Manuskripte zulässig. Also gut. Nein. Ihr seid kurz vor dem Auftritt. Da will ich nicht stören. Viel Glück! Hals- und Beinbruch. Das Originalmanuskript von Bissiger Chor haben wir erhalten. Und in der nächsten Folge kriegen wir unseren großen Durchbruch als Schauspieler in der Rolle der Fürstin 14 Blüten. Bis dahin, ich alle hier schon rüber, schmeiß mich nochmal schnell an das Skript ran und lerne es auswendig, mach mir ein paar Notizen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann!